Sieh mal an, wer der ist. Strife. Du weißt, wer ich bin. Ja, ich habe deine Schwester getroffen. Sie war viel dicker als du. Aber nicht so hübsch. Was willst du, kleiner Reiter? Malgros, der Schänder. Für dein Komplott mit Lucifer. Deine unzähligen Verbrechen gegen die Schöpfung und auf Befehl des Rats verurteile ich dich hiermit zum Tod. Du kommst zu mir allein, bedrohst mich und glaubst, du spazierst einfach wieder hier raus. Klingt witzig, wenn du es so sagst. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn du dann noch hier stehst, werde ich deinen Leichnam auf Arten schänden, die du dir nicht einmal ausmalen kannst. Und die Reste an meine Jungs verfüttern. Sie lieben Pferdefleisch. Eins. Zwei, drei! Tut mir leid. Wir sind in Eile. Ich bin nicht allein. Wo sind wir denn jetzt? Ich hatte Samael erwartet, aber Reiter, jetzt wird es interessant. Wulgrim, richtig? Der Seelenfresser. Toller Spitzname. Strife. Auch euer Ruf eilt euch voraus. Habt ihr mir ein paar Appetithäppchen mitgebracht? Vielleicht von euren Brüdern? Hüte deine Zunge, Abschaum, sonst bist du sie los. Unsere Arbeit geht dich nichts an. Oh, ich glaube schon. Wieso wärt ihr sonst hier? Samael hat uns hergeschickt. Vielleicht, um ihm deinen Kopf zu bringen? Vorsicht, Reiter. Seid höflich. Dann kann ich euch zu Diensten sein. Doch zuerst müsst ihr mir einen Dienst erweisen. Der Rat verhandelt nicht mit Dämonen. Wer ihm trotzt, bezahlt den Preis. Der Rat besitzt hier keine Macht. Dies ist mein Reich. Und hier gelten meine Regeln. Mich zu töten wäre tragisch. Denn dann säßet ihr auf ewig in der Leere fest. Habe ich jetzt eure Aufmerksamkeit? Mein Bruder hat es nicht so mit Geduld. Und ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Also kommt zur Sache. Die Fürsten der Hölle liegen in ewigem Streit. Sie wollen Macht, Kontrolle. Lucifer und Samael vor allem. Ihr seid hier, weil Lucifer etwas Unerwartetes versucht. Er reicht seinen Feinden die Hand und bietet ihnen etwas sehr Begehrenswertes im Austausch für ihre Kooperation. Und Moloch ist einer von ihnen. Nichts in dieser Welt ist umsonst. Wenn ihr mehr wissen wollt, müssen wir eine Übereinkunft treffen. Mir wurde ein kostbares Artefakt gestohlen. Ich habe mich an Samael gewandt, aber vielleicht könnt ihr es wieder beschaffen. Mehr hast du nicht für uns?
Bringt mir ein Artefakt? Warum zur Hölle ist es so wichtig? Das ist... kompliziert. Im Augenblick würde ich dich lieber töten, als dir zu helfen. Rat hin oder her. Das würde keinem von uns nützen. Es wird sich für euch lohnen. Ihr habt mein Wort. Oh, dein Wort. Sag das doch gleich. Wir machen es. Das ist nicht dein Ernst. Sieh dich doch mal um. Wenn du eine bessere Idee hast, bin ich ganz Ohr. Ich öffne euch ein Schlangenloch für die Reise und seid vorsichtig. Der Wächter meines Artefakts wird nicht erfreut sein, euch zu sehen. Niemand freut sich je, uns zu sehen. Darum geht es ja. Übrigens, ich glaube, das hier interessiert euch. Ich erwerbe sie von Zeit zu Zeit. Sie gehören euch. Für den richtigen Preis natürlich.
Ich hungere, Reiter. Habt ihr irgendetwas für mich? Es ist doch nur Geld. Viele tolle Dinge für so wenige Seelen. So viele Seelen, so wenige Waren. Lasst uns handeln.
Euch steht viel Spaß bevor.